guten Tag und herzlich willkommen, liebe Wählerinnen und Wähler. Nee, natürlich nicht, obwohl das gerade ja schon in Deutschland nicht mehr anders klingt. Zumindest in der Medienlandschaft. Aber herzlich willkommen auf jeden Fall zurück zu einer neuen Folge von Dishonored. Auch diese Folge ist natürlich nachsynchronisiert, wie die nächsten paar auch noch. Und dies hier ist auch die erste Folge einer neuen Nachsynchronisations-Session. Was für ein Wort. Und hatte ich ja in der letzten Folge auch schon angemerkt, dass ich da keine Zeit mehr hatte, die restlichen Folgen, die jetzt hier noch übrig sind, auch schon nachzusynchronisieren und das jetzt versuche, alles nachzuholen. Heißt, es sind jetzt, glaube ich, so anderthalb Wochen vergangen oder was? Und ich weiß nicht mehr so ganz, wo wir jetzt gerade waren und was jetzt Sache war. Auf jeden Fall versuchen wir hier oben rauszukommen. Und wir sind, glaube ich, immer noch auf der Suche nach dem Schlüssel für die... Hilfe, was war das denn? Für den Wachdingens hier. Wie heißt es? Für den Wachraum da. Für die Wachkammer. Rüstungskammer. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Genau, für die Rune nämlich. Und da unten ist Schiffer Samuel und ein Knochenartefakt scheint da hinten auch noch zu sein. Die Blumenköpfe der Stadt. Da verstehe ich immer was mit Zoom und Mufta. Was er da sagt, weiß ich nicht. Zoom, Mufta. Und bei Zoom muss ich immer an Zoom Zoom von irgendeiner Mazda-Werbung oder so denken, vor etlichen Jahrhunderten. Und ja. Hey. Da waren wir gerade drin hinter uns in dem Gebäude und da unten könnte ja eventuell was sein. Irgendwas Interessantes, halbwegs zumindest. Jedenfalls lassen wir Schiffer Samuel noch einmal ein wenig warten da unten, wo der Pfeil jetzt rechts im Bild zu sehen war. Diese Rattenhunde, ich weiß nicht, wie ich sie sonst nennen soll, die sind schon etwas spezieller. Die sollten wir, glaube ich, echt mal außen vor lassen und versuchen, denen nicht zu begegnen und die nicht zu streicheln und... Ja, ja, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls gilt das jetzt erstmal, einen sicheren Weg nach unten zu finden. Und da zählt natürlich gutes Timing. Also abpassen, wann wer woher geht. Der geht jetzt natürlich zurück, das ist ein bisschen blöd. Denn durch die Fenster können wir nicht, die sind vernagelt, wie wir sehen. Wir retten. Und irgendwen, der da ganz komisch sitzt. Scheinbar. Ich weiß natürlich auch nicht mehr, was ich an dieser Stelle im Original gesagt habe. Alles, was ich weiß, ist, dass ich mich, glaube ich, gefreut habe, dass es hier wieder Betäubungsbolzen gab. Aber, naja. Pocher, die Pocher, die Pocher. Und nein, ich meine nicht Oliver. So. Da hängt jemand, alles klar. Ah ja, so war das. Ach genau, ich weiß wieder. Okay. Man hört das Knochenartefakt auch wieder singen. Sozusagen. Unten ist er, Samuel. Ja, ist eigentlich wieder ein schönes Panorama hier, so auf die Stadtkulisse. Aber wir haben ja keine Zeit zu gucken und wir haben auch einen anderen Auftrag. Nämlich Emily, die Tochter der Kaiserin, der ehemaligen Kaiserin, die ist jetzt tot, zu befreien, quasi, aus ihren Fängen. Und wir haben alle Knochenartefakte gefunden. Ist das nicht super? Ich finde das astrein.
Jetzt fehlt wirklich nur noch die Rune. Und wenn wir schon einmal hier sind und so nah dabei sind, dann versuchen wir natürlich auch die zu bekommen. Ich möchte natürlich so viel wie möglich bekommen. Ja, Luxusprobleme haben wir auch wieder. Habe ich das vorgelesen? Ich glaube nicht. Oder doch? Ruf zu den Sphären klingt auf jeden Fall sehr metaphysisch, aber transzendental sozusagen. Das sind halt so typische Begriffe aus der Philosophie. Der Outsider, aha. Genau, für die meisten Leute ist der Outsider nichts weiter als ein Kindermärchen, aber manche wissen, und dazu gehören wir auch, dass er wohl wirklich existiert. Und ja, was er noch für eine Rolle spielen wird vielleicht, eventuell, das weiß man ja nicht. Bis jetzt ist er uns ja ziemlich gut gesonnen, genau. Und erzählt uns ziemlich viel, zum Beispiel über die Lumpengräfen, und er gibt uns natürlich auch erst die Mächte, die wir haben. 15. Tag, Monat des Holzes. Es ist mir gelungen, eines der Artefakte zu stehlen, die sie im Lagerhaus A zerstört haben. Sie haben sie einfach zerstört. So wunderschöne und mächtige Gegenstände, und meine Brüder haben keine Ahnung. Sie werden mich hier aber niemals finden. Haha, hier kommt nie jemand her. Ich könnte die Tür zumauern und sie würden mich niemals finden. Es gehört mir ganz allein, mein Schatz. Ja. Nö. da muss ich dich leider enttäuschen, mein Lieber, aber wir werden jetzt dein Erbe gut verwalten, ne? Wir sind ja hier der laufende Notar Corvo Artano, wer kennt ihn nicht als solchen? Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, bis wann die Session ging, also was wir als letztes erledigt haben. Weil es, wie gesagt, schon wieder ein paar Tage her ist. Nach wie vor gilt höchste Achtung, dass wir hier nirgendwo runterplumpsen oder ähnliche Sachen passieren. Denn das geht ja hier auf diesen, gerade auf diesen Leitungen hier, auf diesen Röhren schneller, als man vielleicht manchmal so denkt. Zum Beispiel hier wäre so eine typische Situation. Und da habe ich gesehen, glaube ich, dass der Kerl nämlich einen Schlüssel hat hinten am... Vielleicht habt ihr es auch gesehen, hinten am Gürtel. Und da dachte ich mir, haben das vielleicht alle von den Kerlen oder wirklich nur er? Also müssen wir auf ihn achten. Und da wollte ich ihn natürlich nicht so aus den Augen lassen und ein bisschen gucken, wo er dahergeht, damit wir ihn möglichst unauffällig abgreifen können. Ja, er steht wieder noch wie so ein Ölgötze da. Das ist ja auch nichts Neues. Wo wollte ich denn jetzt? Ach ja, genau. Ich wollte ihm sozusagen auf den Fersen bleiben. Ja, und jetzt wusste ich natürlich nicht mehr, welcher ist denn welcher. Aber der da hinten, der hintere hat auf jeden Fall einen Schlüssel dabei. Jetzt habe ich natürlich nicht gesehen, ob der vordere auch einen hatte. Das war jetzt natürlich so die Sache. Zumal, wenn man sie jetzt hier so seitlich gleich sieht, dann weiß man ja auch nicht, welcher welcher ist. Ah, das ist, muss man schon genau beobachten alles. Schön observieren. Da wollte ich mich, glaube ich, an den vorderen irgendwie ranpirschen. Oder warten, bis sie hierher gehen. Das Problem ist natürlich, die haben diese Rattenhunde halt dabei. Und die sind, genau, der Hamster ist, da ist der Hamster ist. Die sind natürlich nicht ohne, wie gesagt.
Wobei er jetzt alleine da steht und ich weiß nicht, wo der... Das habe ich damals, glaube ich, schon nicht verstanden. Damals. Wo jetzt auf einmal das Getier hin ist. Oder ob das jetzt ein ganz anderer war, den ich vorher noch nicht gesehen habe. Soll uns auch nicht kümmern. Wir versuchen das Beste daraus zu machen. Wünscht mir Glück. Werkstattschlüssel. Perfekt. Ja, so einfach ging es dann doch im Endeffekt. Wenn das denn nur immer so wäre. Schön in eine dunkle Ecke legen. Und mal ein bisschen abspeichern. Auch da habe ich es natürlich nach wie vor eingehalten, dass ich nur die ersten 4 Speicherplätze benutze. Und da dachte ich, die kommen jetzt nicht zurück, die kommen nicht zurück und die kommen wohl doch zurück. Ja, dann legen wir ihn doch lieber mal woanders hin. Und dann kamen sie doch nicht zurück. Das ist ja eine Sauerei. Oder doch, jetzt bleiben sie wieder da stehen. Aha. Und nochmal zur Erinnerung, wir können uns jetzt zum Beispiel nicht irgendwo hin teleportieren, wenn wir ihn auf der Schulter haben, das geht nicht. Was ich auch gut finde als Spielelement, weil sonst wäre es vielleicht doch ein bisschen wirklich zu einfach dann auch. Wachen zur Seite zu räumen. Ja, und jetzt bräuchten wir ja eigentlich nur noch in die Werkstatt rein. Die wir ja schon von oben sozusagen kennen und wir suchen uns vielleicht möglichst einen unauffälligen Weg dahin. Mal überprüfen, ob wir wirklich alles haben, aber an solchen Artefakten, also Knochenartefakten und Runen, scheint das wirklich alles gewesen zu sein mit der einen hier. Gut, Uptime, jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir hören sie auch schon. Und liebe Leute, ich glaube fast, das ist bisher die längste Zeit, die wir unentdeckt geblieben sind bisher in diesem ganzen Spiel. Also diese Mission ist bis jetzt ziemlich gut gelaufen. Also fast schon sehr gut, möchte ich sagen. Ja, und wenn wir uns jetzt hier... beziehungsweise die Fähigkeit Beherrschung könnten, dann hätten wir uns jetzt in eine Ratte hineinversetzen können. Hetzte, wennste, könnste, hetzte, Fahrradkette. Nee, hätte, Fahrradkette heißt es genau. Aber können wir noch nicht. Vielleicht lernen wir das ja demnächst mal. Kommt aber auch immer auf unseren Ruhestand natürlich an. Auf jeden Fall werden wir hier reichlich entlohnt. Das Mysterium Metaphysicum. Deutet das auch nochmal an, was ich eben schon sagte. Lagertürkurbelrad. Was für ein Wort. Abermals. Das wäre so ein typisches Wort bei uns an der Uni, was man jetzt zum Beispiel in Germanistik-Seminaren morphologisch analysieren könnte. Das ist einfach so schön stumpf ist. Ja, Werkstatt-Truhenschlüssel. Wo kriegen wir das nur her? Humphrey, können Sie sich bitte darum kümmern, dass dieses Kurbelrad an den kleinen Vorratslager bei den Laderampen angebracht wird? Die Männer liegen mir schon seit Monaten in den Ohren, als ob auf der anderen Seite der Tür, die dieses Kurbelrad öffnen soll, etwas Wertvolles zu finden sei. Und da war ich irgendwie zu langsam gerade. Ja, wo ist das jetzt
Wo ist das, wo wir das Rad anwenden können? Das ist die gute Frage. Explodierende Hunde. Bartholomew! Ich hab die Hornische gesehen, die sie in ihrer Werkstatt hergestellt haben. Falls sie planen, meine kostbaren Hunde mit Sprengsätzen zu versehen, sie also den lebendigen Bomben einzusetzen, können sie nicht auf mich zählen. Ich bin hier der Hundeführer und ohne mein Training werden die Hunde niemals das tun, was sie von ihnen verlangen. Ah. Trockener Hals. So heißt übrigens der Autor. Nein. Hilfe. Was trinken. So. Alle Runen gefunden. Und diese Aufseherspieluhr ist ein Spielelement, was sehr böse ist und was wir wahrscheinlich auch noch im späteren Verlauf öfters sehen werden. Mit dieser Aufseherspieluhr, das kann ich schon mal verraten, das wird jetzt gleich, glaube ich, auch in dem Zettel gesagt. Ich sag's trotzdem schon mal. Die bewirkt, dass wir unsere magischen Kräfte nicht einsetzen können. Das heißt, wir können hier dann zum Beispiel uns nicht teleportieren, wir können die Zeit nicht anhalten und solche Sachen. Also es gibt manche Aufseher, die dann abspielen und dann können wir damit nichts machen. Und genau das ist das, was ich gerade meinte. Ist eine gute Idee, denn sonst wäre man vielleicht teilweise auch wirklich ein bisschen zu übermächtig in Bezug auf die KI und auf die Gegner. Haben sie schon gut gemacht, finde ich. Ist ein schönes Spielelement auf jeden Fall. Nicht für uns natürlich, aber... Wirksamkeit von Holges Gerät steht außer Zweifel. Genau wie die mathematische Schönheit der Musik. Wir haben es zu oft im Einsatz gegen die verbotenen Riten gesehen, um das zu verleugnen. Aber die Frage, die niemand zu stellen wagt, ist die Beschwörung selbst schwarze Magie. Der Wert der Schachteln ist unermesslich. Aber was ist in ihrem Inneren? Ja, und das ist eine gute Frage. Die ist vielleicht nicht so einfach ist zu beantworten. Auszug aus einem längeren Werk. Auch sehr schön. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir jetzt hier das Ding verwendet hätten. Aber, ja. Da dachte ich, wow. Ja. Und um ehrlich zu sein, war ich in der Situation ziemlich verärgert, so ein bisschen, weil, ja, ich habe sonst nie jemanden gesehen, der hier vorher reingegangen ist, bei ihren Runden hier zum Beispiel, erstens und zweitens, haben wir uns bis jetzt so gut geschlagen und das musste doch jetzt nicht sein. Naja, aber... Passiert ist passiert. Und Hauptsache, wir haben das Hundi betäubt und den Kerl eliminiert. Gute Reihenfolge. Ja, und einen Fall, glaube ich, vergeudet, aber naja, nichts Neues. Die Tür hatten wir extra geschlossen. Also daran kann es auch nicht gelegen haben. Ja, und da haben wir das Kurbelrad. Einmal hergebracht, verlassen Sie diesen Ort nie mehr. Die Aufseher finden immer die Schuld, nach der Sie sind. Ja, der eine liegt hier. Ja, also hier ist es eigentlich relativ trocken hier oben, aber Hilmtrude, die weiß das bestimmt schon, unser Herzlein. Wenn die es nicht besser weiß, dann weiß ich es auch nicht. Und ich glaube, das war das Ende dieser Session, das Ende dieser Aufnahme. Oder? Ich weiß es nicht. Ich sag einfach mal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. geht doch weiter? Ich bin hier gerade wieder durcheinander. Ach genau, und da ist mir eingefallen, wir hatten ja die Knochenartefakte eingesammelt, aber wir haben uns noch gar nicht angeguckt, was das ist. Weiner bewirken etwas weniger Schaden und du begegnest öfter weißen Ratten. Das erste wäre vielleicht noch am besten und das letzte, ja gut, es ist beides nicht schlecht, aber im Vergleich zu den dreien, die wir schon haben, sollten wir erstmal bei denen bleiben. Würde ich sagen. Ich glaube, nur in dieser Albino-Ratten können wir uns hineinversetzen, sonst wüsste ich nicht, was uns das jetzt bringt, dass wir mehr weiße Ratten sehen. Und diese Weiner, diese Heuler sind halt so die Infizierten quasi. Ah, ja, genau.
Und jetzt haben wir ja wieder zwei Runen, genau. Und jetzt bin ich am Überlegen, was machen wir denn mal? Alle Gegner werden beim Sterben zur Asche, ist natürlich gut, aber wir wollen sie ja nicht umbringen. Wie gesagt, das habe ich ja schon mal erwähnt, meine ich, wo wir in das Menü waren. Aber doppelt hält besser. Ja, und der Rest ist halt so ein bisschen, ja, kann, muss aber jetzt nicht unbedingt sein. Ja, und das Sinnvollste ist halt die Nachtsicht 2, die höchste Stufe der Nachtsicht. Und mit dieser Stufe, das schaue ich glaube ich gerade nach, genau, macht auch nützliche Gegenstände und Sicherheitssysteme sichtbar. Die sehen wir dann so grünlich, glaube ich. Also das haben wir jetzt auch neu. Das ist doch schön. Mich freut das. Denn das erleichtert uns ziemlich viel, denn das hätte uns zum Beispiel auch schon wesentlich erleichtert, herauszufinden, welche Wache da unten jetzt den Schlüssel hinten am Gürtel hatte und welche nicht. Jo, und dann nachträglich jetzt tschüss, denn das war wirklich das Ende der Folge und dieser Session. Und ich habe das wohl noch gerade in der Session am Ende rein spontan gemacht, dass wir mal gucken, was haben wir denn da überhaupt eingesammelt an Knochenartefakten und Runen. Ja, und das wäre jetzt auch das Ende der Nachsynchronisation, würde ich sagen. Hoffe ich mal. Und in der nächsten Session geht es hoffentlich dann auch durch besseres technisches Equipment sozusagen, was Treiber und so angeht, unfallfrei weiter, dass ich jetzt deswegen erstmal für lange Zeit nicht mehr nachsynchronisieren muss. Hoffen wir mal. Drückt mir die Daumen. Und ich freue mich, falls ihr auch das nächste Mal wieder beides online einschaltet. Recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Euer Dave.